Yeah, this X to the Z exhibit, you watching New Gadgets TV, Napalm, October 9th. Get it. Hey, Johannes hier von newgadgets.de und in meinem Briefkasten war der neue IKEA-Katalog für Deutschland 2013. Und wenn man den hier auf der ersten Seite öffnet, sieht man, das funktioniert jetzt auch mit Augmented Reality. Ihr könnt euch also für Android oder iOS eine App herunterladen und dann mit eurem Smartphone oder Tablet mehr aus dem Katalog rausholen. Das Ganze funktioniert dann auf Seiten, die dieses Icon hier haben. Und was ihr dann noch braucht, ist die IKEA-App. Die habe ich jetzt hier mal installiert. Wie gesagt, Android, iOS. Und dann müsst ihr nur noch diese Seite scannen. Und wie ihr gesehen habt, hat das App die Seite erkannt und zeigt uns hier verschiedene Möglichkeiten an, dieses Möbelstück hier, beispielsweise diesen Tisch, zu integrieren. Also beispielsweise ins Wohnzimmer, schlafen neben dem Bett als Nachtschränkchen oder so. Also wir kriegen hier einfach mehr als dieses Bild, was ja sonst nur im Katalog war. Also schon mal ganz gut, aber ich habe hier auch noch ein paar andere Seiten markiert. Die schauen wir uns jetzt mal an. Da es noch viele andere coole Möglichkeiten gibt, Augmented Reality hier zu benutzen, wie beispielsweise bei diesem Bett. Und auf verschiedenen Messen hatte ich euch ja schon mal sowas gezeigt, dass man einfach mit der Augmented Reality App dann hier so Objekte rausbekommt. Das nutzt hier der neue IKEA-Katalog. Der erkennt jetzt, dass wir hier auf dieser Seite sind, im Idealfall. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, hat die ganze Zeit funktioniert. Vielleicht liegt es auch hier an den Lichteinstrahlungen. Also, hier. Es geht jetzt um dieses Bett hier. Das hat jetzt hier unten Schubladen, wie ihr sehen könnt. Und wir können es uns von allen Seiten anschauen. Auch von hinten. Was ich wirklich sehr interessant finde. Hier haben wir einen Schrank. Auch wieder mit Animation, wie die Türen aufgehen, da das ja was Besonderes ist. Ihr seht ja, die Türen gehen nicht ganz normal auf. Sehr cool. Auch hier ein besonderer Schrank mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Auch wieder sehr schön animiert. Und hier haben wir noch ein paar Tische. Seht ihr die verschiedenen Farben? Und dass man die Tische auch aufeinander setzen kann. Es gibt dann aber noch diese Möglichkeit, Augmented Reality zu benutzen. Es wird dann hier ein Play-Button angezeigt. Dann lädt das App sich einfach ein Video aus dem Internet, das ihr euch angucken könnt, zu dem Produkt. Und dann, wie vorhin gezeigt, natürlich auch noch diese Möglichkeit, dass die Seite erkannt wird und euch dann verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für dieses Produkt, in diesem Beispiel glaube ich die Sitzgarnitur hier mit dem Tisch, in verschiedenen Wohnzimmern angezeigt wird. Also wirklich sehr schön, wie ich finde. Und das ist jetzt möglich mit dem neuen IKEA-Katalog, der auch bei euch jetzt im Briefkasten sein müsste. Oder ihr geht einfach mal zum IKEA und holt euch einen. Und der IKEA-App, die es ja schon seit neuestem gibt, aber die habe ich jetzt mal einem Update unterzogen. Und seit dem Update kann man jetzt auch diese Augmented Reality-Funktion benutzen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert und dann auch bei meinen nächsten Videos dabei seid. Ciao!